alles erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Bürgermeister Rushmore versprach sich, um die sporadischen Störungen des CTOS zu kümmern. Der Bürgermeister beschuldigte die Hacker-Aktivistengruppe DedSec, die Bürger von Chicago ins Chaos zu stürzen. Er versprach, die Anführer der Gruppe zur Rechenschaft zu ziehen. Quinns Option. IRAC ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. IRAC finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Damit ein bisschen Geld machen.
Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Gehen besser weiter, Mr. Crispin. Willst du frech werden? Mr. Quinn ist da oben bei Irene. Hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Manche Gäste laufen rum, wo sie nichts zu suchen haben. Sonst ist alles sauber. Bei allem Respekt. Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin, die trauen dir nicht. Ich weiß, wie. Komm her. Näher. Das Tattoo.
ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionen. Schnell raus hier. Schlechte Presse, wenn es rauskommt. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Aber die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Die beschweren sich schon. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen, sonst verliere ich sie. Oder noch schlimmer, meinen guten Ruf. Das haben wir am Ref. Und das kann ich mir nicht erlauben. Halt bloß die Augen offen! Ich versuch's dahin. Neue Befehle. Iraq will, dass Crispin gefunden wird. Er darf die Auktion nicht verlassen. Wer ihn sieht, packt ihn sich. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten.